Photoshop-Tutorial. Der gekratzte Schrifteffekt. Hi, hier ist euer Adobe The Terracool. Und heute zeige ich euch in Photoshop, wie schon am Anfang gesagt, wie man eine Metallschrift machen kann, sowie eine Metalleinritzung. Bei mir sieht das jetzt nicht so perfekt aus. Es soll auch eher als Anregung dienen und ihr könnt danach machen, was ihr wollt. So, als erstes erstellen wir uns mal eine neue Ebene, in die wir unser Bild ziehen. So. Ich muss das gerade mal zoomen. So, da ist es. Jetzt sieht man hier oben halt noch so ein paar Spuren. Die kann man aber ganz leicht wegmachen, indem man dieses Werkzeug hier nimmt und dann das hier auswählt. Dann macht man Rechtsklick drauf und dann auf Freistellen. So, wenn ihr das gemacht habt, duplizieren wir diese Ebene. Doch davor machen wir das zu einer normalen Ebene. Doppelklick auf das Zeichen und dann einfach auf OK. Jetzt ziehen wir das auf das Ebenensymbol, neue Ebenensymbol. Damit duplizieren wir die Ebene. Und jetzt machen wir Doppelklick dorthin. So, jetzt auf abgeflachten Kanten und Relief. Und machen hier die Größe etwas weniger. Ich würde mal sagen, ich mache das jetzt bei mir 2. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Doch es hängt auch ein bisschen von der Bildgröße ab. Also, wenn ihr das gemacht habt, dann als nächsten Schritt wählen wir diese Ebene aus, Ebene 0 Kopie, und gehen auf das Dings Ebenenmasken hinzufügen Werkzeug. So, jetzt wurde eine Ebenenmaske hinzugefügt und jetzt nehmen wir uns einen Pinsel, machen Pinseldurchmesser ganz klein, nehmen uns einen ganz normalen Pinsel, nähen mal einfach mal 4 Pixel und Härte auf 100%. Und jetzt können wir, wie wir sehen, hier schon Kratzer einfügen. Mit Alt-Command können wir das auch wieder löschen. So. Ups, jetzt habe ich ein bisschen zu viel gelöscht. So. Dafür müsst ihr nur gucken, dass ihr hier drauf geklickt habt. So. Und jetzt schreiben wir ohne Kurven einfach mal was hin. Damit das auch geritzt aussieht. So. Dann wiederholt ihr das extra unordentlich. So. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, ich lasse das jetzt so, denn, und ihr seht das wirklich nicht so gut, dann kann man jetzt noch ein paar Einstellungen vornehmen. Bei diesem Bild-Tutorial würde ich empfehlen, immer einen hellen Eisenhintergrund zu nehmen. Das sieht einfach nachher besser aus. So, jetzt können wir auf die Ebene gehen und können Kurven. Das müsste man mit Command, Alt und M machen. So, da mache ich jetzt nochmal ganz von vorne, dass das auch gut ist. So, und jetzt auf Benutzer definiert. Und jetzt können wir das Ganze hier ein bisschen runtersetzen. Und dann sehen wir schon, die Schrift verändert sich. Das Ganze würde ich allerdings nicht zu viel machen. Das sieht nämlich sonst komisch aus. So finde ich das okay. Ihr könnt hier auch noch Doppelklick auf die Ebene 0 Kopie machen, die abgeflachte Kante und Relief noch verändern. Oder ihr könnt auch einen Schlagschatten hinzufügen und den aber nur ganz, ganz klein und dezent anfügen. Das war's eigentlich schon. Ich finde den Effekt ganz cool. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen, kommentieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!